Send it! Yes! Das ist eine absolute Parkour-Show hier. Komplett random gefunden, das Ding. Send it! Yeah! Moin oder was? Ein frohes neues Jahr. Aus Las Palmas in Gran Canaria. Wir sind dem ekelhaften Winter in Deutschland entflohen und wollten noch mal ein bisschen Sommer haben. Deswegen sind wir hier auf die Kanarischen Inseln geflogen in Spanien. Wir haben heute Nacht schon direkt mal draußen gepennt, auf einem Hoteldach. Aber da wurden wir direkt heute Morgen erwischt und mussten dementsprechend schnell fliehen. Aber guckt es euch selber an. Wir haben den übelsten Schlafspot, aber wir wurden hier gerade vom Security vom Hotel gekickt, weil wir natürlich nicht im Hotel, sondern auf dem Hotel gepennt haben. Der Security-Typ oder wer auch immer ist gerade da die Treppe hochgekommen, deswegen nehmen wir jetzt einfach die Treppe nach unten. Alter, was für ein Spot, insane. Yes! Wir sind hier gerade mit 2 Stunden mit dem Bus gefahren in sämtliche falsche Richtungen und dann sind wir an einem Brachialum angekommen. Also wirklich. Fette Klippen! Aber jetzt klettern wir erstmal zu den niedrigeren Klippen runter. Das ist schon eine ordentliche Mission, weil es ein bisschen sketchy hier direkt am Abgrund runter, aber ein bisschen Schwung hat immer. Hauptsache das Essen ist dabei. Danke. Wir sind unten angekommen, jetzt heißt es für den ersten von uns reinjagen. Das ist ja immer so ein Intermezzo, ja? Wo sich keiner bereit erklärt. Aber wir haben Ellie. Oh shit. Wir haben Ellie von Team Fett, der sich da ohne Gnade als erster einmal reinzimmert und für uns alle quasi das Eis einmal bricht. You want a death dive? Let's go, Ellie! Yeah! Cheese! I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down an eye, like I can't. I never had a vibe this vibrant. I'm also shiny with that 3-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up, like. Also der größte Sense hier an dem Spot ist halt rauskommen. Komplett auf dem Stein gelegt. Welle über mich und einmal mit dem kompletten Körper über den Stein rüber gefegt. Also sauber aber, ist er jetzt aber. Ja, und Anten mitbringen soll habe ich auch schon gemacht. Geil, sag mal Füße da. Alter Lachs. Ja! Get up! Wir gehen jetzt nochmal eine Klippe weiter, die ist ein bisschen höher, um die 10 Meter. Einer. I play the role, I'm a people pleaser. Who I am, got lost in the speaker tweet. Teeter totter tween, Neo Soul, prima donna. So, ich hab mich jetzt auch noch mal rein. Ich hab übelst Angst vom Rauskommen, aber die Clip ist zu geil, um nicht zu springen. Game 2, baby, no PS prisms might be a prison of this sand around me. Yes. Hope I don't drown in the reef this week like it's all on my nose, but I hate this. Was ist dein Plan jetzt? Yeah. Erste Madness hier zünden auf Gran Canaria. 720. Woo! 3, 2, 1, send it! Oh, was war das denn? Das war ein Rudi! Das war ja kompletter Quatsch, aber trotzdem geil, ey! Rettungsaktion von Jan, das ist der Wahnsinn!
Scheiße gefahren. Was war das für ein Scheißtrick erstens? Und dann für eine Scheiße da rauskommen. So Scheiße. Ja, sicher. Also das war der perfekteste Rudi, den du jemals gemacht hast. War das für eine Scheiße? Yeah, just really pissed off. How can I do a Rudi when I want to 720? Probier den 720 jetzt nochmal. Problem, ich hab's gerade ein bisschen analysiert, ist, dass ich Angst habe, gegen die Felsen zu springen. Und deswegen bin ich so nach vorne gehechtet. Mit ein bisschen Rotation schon nach vorne. Und das hat mich einfach in den Flip gedonnert. Ich muss jetzt echt probieren, abzuspringen und nur gerade zu bleiben. Dann müsste es klappen. Die Felsen werde ich auf keinen Fall berühren. Fände ich schon geil, wenn es jetzt klappt. Geil fände ich das auch. Aber ist natürlich schon scary. Ich gehe jetzt auf Filmposition und dann wird's passieren. Komm, schön aufrecht und send it! Come on! Send it! Der war so ein bisschen eingefroren in der Luft. Yes! That was really good. Ich dachte so ein bisschen, der ist eingefroren, weil er nämlich sehr langsam gedreht hat, aber perfekt, perfekt für die Höhe, wirklich geil. Jetzt kommt natürlich die größte Challenge, wieder rauskommen aus dem Wasser. Rettung naht. Yes. Folgendes Szenario. Ich habe meine Arme, glaube ich, kein bisschen über den Kopf getan. Ich bin eingetaucht und direkt hat es überall gepiept. So. Echt? Straight nur auf die Schädeldecke drauf. Aber geil, Alter. Geil. Hast du immer noch Tinnitus oder ist okay jetzt? Aber ich bin eingetaucht und es hat überall gepiept. Alter. Geil. Das ist wild. Wow, yes. Wir haben den Splashdiving-Spot hinter uns gelassen. Sehr, sehr geile Sprünge. Sind jetzt an einem neuen Spot, Parcours. Sick! You wanna go again? Ist ja landet. In Schlappen, we say, bisschen schwune Zimmer beim Stick. Ja, bisschen schwune Zimmer beim Stick. Bisschen schwune Zimmer beim Stick. Wir sind hier mit den Jungs aus London, Team Fett, unterwegs und mit den Jungs aus Wien, Österreich, Roofless TV. Auf jeden Fall beide abchecken. Bredo ist eine richtig geile F-Sau. Alles, was wir wollen, ist kein Schwund beim Stick, okay? Nicht mal Stick mal la. Ja, Mann. Schon ein Stick? Ja. Da war schon wieder eine Menge Schwund beim Stick. Ja! Geil ist halt. Austria beat London. What are you saying? I don't know what. Der Jump gerade war nur ein Prep. Er will nämlich eigentlich den Tic-Tac drüber Armsprung. Auch ein Österreicher, Dominik Fichtenbauer, ist insane. Also, wenn das passiert, der Tic-Tac, das wäre auf jeden Fall Next Level Move. Ui, Digga, die Preps sind episch. Die sind wirklich episch. Folgt ein weiterer Prep, der bei jedem anderen hier absoluter Main Send wäre. Das ist absurd. What the fuck? Planänderung. Alter Lachs. Dom hat seine Pläne geändert und wollte jetzt den 180 machen, weil der andere zu abgefuckt ist. Ich komme mir ganz klar, das ist insane, was hier weggeballert wird gerade. Er wirkt jetzt auf jeden Fall wieder fit. Er hatte vor ein paar Tagen einen Hexenschuss. Das ist einfach wild. 3, 2, 1 und... Na! Man kann in der Zwischenzeit auch mal festhalten, dass wir natürlich wieder in den schönsten Ecken der Insel sind. Gran Canaria 10 von 10. Schön hier. Okay, scheiß drauf. Für dich, Jan. Ja, Mann. Komm, Alter. 3, 2, 1. Ja! Nein! Wow! Er hing schon. Das ist eine Show. Das ist eine absolute Parkour-Show hier. Dieser Jump ist völlig insane. Warte, ein Jump, um den Rücken zu testen. Ja, irgendein Send musste ich ja machen. Alter, aber jetzt bin ich richtig hyped. Ja, Mann. Also ab jetzt geht's hier los auf Gran Canaria. So viel könnt ihr mir glauben. Irgendwas Krankes muss hier ran. Ja, Mann. Da sind wir wieder. Zurück am Pool. Zurück an unserem Hotel.
Hotelzimmer noch eingerichtet. Noch kurz in den Hotelpool einweihen. Yes, okay, easy. Alter, so muss das gemacht werden. Geil ist das. Wir weihen das Ganze auch noch schön FKK-Style ein. Sehr geiles Ende vom Tag, wir werden uns jetzt zur Ruhe legen. Hoffentlich morgen nicht von der Security geweckt werden. Und wenn doch, dann ist es halt so. Also bis morgen. Oh, der hat die Tür geschlossen, fuck. Alter Lachs, da bist du aber auch wach dann wirklich morgens, ey. Besseren Wecker gibt's gar nicht als Security. Alright. Für uns ist es noch ganz gut gegangen jetzt, aber was mit den anderen oben ist, das wissen wir leider noch nicht. Können nur hoffen, dass sie da irgendwie rauskommen. Fuck, ey. Jasper ist auch noch oben, ne? Wir chillen uns jetzt da vorne zu den Palmen hin, weil von da aus können wir das Hotel noch begutachten und gucken, ob da jemand runterkommt, die Treppen. Man sieht halt den Security-Typen da oben an der Ecke stehen, der hält die Tür zu und die anderen stehen vor ihm. Jaspers hilflose Blicke von da oben, ey, fuck. Also wir können da oben Jaspers Kopf ganz genau sehen und auch den vom Security-Typen und wir sehen gerade nur, dass Jasper den Rucksack absetzt, dass er die Kamera irgendwie abgelegt hat. Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie eine Ausweiskontrolle machen will oder sowas. Scheiße. Was ist Phase? Was ist mit dem zweiten Typen da hinten? Ja, der steht da immer noch. Ja, sonst geht er einfach mal um den Pool rum, sodass er euch irgendwie verfolgt oder so. Ja, vielleicht könnt er dann. Tut so, als wenn ihr versucht, vorne durch die Tür zu gehen. Ja, ja. Okay, geil. Die Jungs, die laufen gerade das Treppenhaus runter. Man sieht da oben die Securities noch dumm rumstehen und sich überlegen, was zu machen. Alter, wenn die da jetzt einfach rauskommen, ohne irgendwelche Komplikationen, das wäre der Wahnsinn. Jungs, hier ist Polizei, glaube ich. Aus dem weißen Wagen hier. Ah, okay. Die Angestellten da oben, die pfeifen gerade runter. Die Männer unten laufen gerade über den Parkplatz. Aber, fuck, wurden jetzt gecatcht oder was? Das Problem ist, wir müssen halt auch ein bisschen gucken, dass wir jetzt nicht noch gecatcht werden. Weil wir sind schon maximal auffällig angezogen. Ja, natürlich auch, wie immer. Wir sind jetzt ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns zu so einem Spielplatz hier gesetzt. Scheiße, Jasper hätte sich natürlich eigentlich schon längst gemeldet, wenn die da rausgekommen wären. Es bleibt also spannend. Ihr Gesprächspartner. Scheiße. Wir wissen auch absolut nicht, was die Strafe für sowas ist. Also ob man da eine Geldstrafe zahlt oder ob man da jetzt abgeführt wird. Abgeführt werden ist natürlich schon geil, aber auch irgendwie ein bisschen wack jetzt in der Situation. Wir haben uns nochmal kurz umgezogen und gehen einfach nochmal zurück, weil uns natürlich jetzt brennend interessiert, was mit Jasper und den anderen ist. Wir sind jetzt am Hotel. Ja, da steht schon ein Polizeiwagen. Da drüben ist ein Polizeiwagen. Daneben auch nochmal. Und da vorne standen gerade die Polizisten. Came auf Undercover Mode und wir gehen da jetzt vorbei. Ja, ja. Zugriff. Zugriff. Bro, das looks so funny. Das war insane, wirklich. Dieser Hausmeister da oben, der hat uns den Weg abgesperrt. Ne? Ja. Irgendwann kam halt noch so ein wichtig aussehender Typ vom Hotel. Der Hausmeister ist dann von dem Punkt, wo er war, vor der Tür, zu dem anderen gegangen. Das heißt, wir hatten freie Sicht auf die Tür. Und wir so, ja, okay, sollen wir gehen? Ja, 3, 2, 1 und dann einfach losgerannt, ne? Durch die Tür. Ich war halt ganz hinten. Ja. Die anderen sind nach unten und die haben mich am Rucksack gegriffen. Hinten an diesem Teil da. Ja. Haben mich zurückgerissen. Ich habe versucht, mich loszumachen. Der hat mich auch hier ein paar Mal gekratzt und alles. Alter, sag mal her. Ja, ja, ja. Krass. Der hat mich wirklich, also so mit aller Kraft zurückgezogen, der andere Typ auch. Krass. Und dann war ich halt oben. Ich dachte, fuck, Digga. 3 Polizeiautos, es waren 12 Polizisten oder so, die uns da in den Mangel genommen haben. Und da kam irgendwann die Hotelmanagerin, die hat uns wirklich gerettet. Die hat dann so gesagt, ja okay, scheiß drauf, ich will die nicht anzeigen und wir durften gehen. Ehrenfrau der Nation, wirklich. Ja. Oh nee. Also wach bin ich, so viel steht fest.
Alter Lachs, ja, ja. Erzähl mal direkt, Digga. Nach der miesen Action am Morgen haben wir ein bisschen die Stadt verlassen und sind jetzt hier ein bisschen im Landesinneren, um enge Höhlen zu erkunden. Die Jungs aus Wien haben den Spot irgendwie auf Google Maps gefunden und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Landschaft wird ein bisschen rougher. Alter, ist das anstrengend, ey. Da unten sind wohl die Höhlen, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg, den wir gerade hochgesteppt sind, auf der anderen Seite quasi wieder runter. Ist ein bisschen sketchy, aber alles Training für das anstehende Großprojekt hier auf der Insel. Und zwar die große Wanderung. Einmal komplett über die Insel. Scheiße, da hat sich herausgestellt, dass das die übelste Touristenattraktion ist. Ist doch scheiße. Ja, ist ganz schön hier. Aber natürlich überhaupt nicht das, was wir uns erhofft haben. Ciao. Tschüss. Die Höhlen haben wir hinter uns gelassen, die waren absolute Rotze. Wir sind jetzt an einem Staudamm, der Wasser beinhaltet und das sieht sehr, sehr wild aus. Sehr, sehr hohe Wand. Wir messen das jetzt einmal mit dem Stein ab. Komplett random gefunden, das Ding. Wenn das jetzt funktioniert, also Höhe in Ordnung ist und die Tiefe des Wassers stimmt, Alter, dann wäre das der Wahnsinn. Okay, also wir werden jetzt den Stein reinschmeißen, das mit dem Handy filmen und dann wirklich genau die Frames aussuchen, wo der Stein losgelassen wird und wo der das Wasser berührt. Und dann die Zeit dazwischen, das bestimmt dann, wie lang die Fallzeit war und dann dementsprechend auch, wie lang der Fall war, also wie hoch es ist. Okay, 3, 2, 1. Fredo taucht gerade schon mal ab und guckt, ob es tief genug ist. Das sieht so lustig aus. Okay, also wir haben jetzt die Zeit gemessen, es sind 2,12 Sekunden und das ergibt 22,04 Meter, also genau 22 Meter hoch das Ding. Ja, und das kommt auch vom Augenmaß hin. Ich finde, es sieht viel höher aus, aber es muss so sein. Es ist halt komplett schwarz, ich traue mich nicht ganz runter. Jetzt waren es so 4 Meter, glaube ich. Ja, 4, 5 Meter, jetzt bin ich am Boden gewesen. Okay, was ist das für ein Boden? Gatsch, bisschen mit Steinen. Wait, check more to the right. I feel like it might be deeper. You won't die, but you won't be fine. No, when Castaway is safe. Ist halt auch sehr hoch. Wir haben den Stock jetzt hier ausgemessen. Es sind circa 4 Meter, 4,5 Meter an der tiefsten Stelle. Und Ellie von Fred meinte gerade, er stürzt sich als erstes rein. Also, wir haben jemanden gefunden, der ascendet. Es sollte tief genug sein. Es ist definitiv tief genug, 4 bis 4,5 Meter. Aber es ist einfach sketchy, sich als erstes reinzuwerfen. Inshallah, I survive. Yeah, man. Bro, that is so scary. Yeah. I've never gonna jump this big ever. Yeah. Ellie ist noch nie höher als 15 Meter gesprungen. Und jetzt direkt hier den Damm runter in den grünen Scheiß da unten. Dein höchster Sprung war der Style. Und der ist auch einfach built different. This guy's built different. Boah, no, I have to do it. Yeah, come on. Fuck. What do you reckon? Ja, der, I'm doing it. Dom steht unten, falls Ellie was passiert. Maximale Sicherheit hier. Und Ellie macht's bereit. Here's how you commit. You visualize. Turn around. Stand in the cage. I just committed. At least you just done it there, so I can't do it that way. Yeah. Got it, Ali. Yeah. Oh, boah, ist das so krass. Das wäre auf jeden Fall brutal, wenn das jetzt passiert. Eine Stunde lang geprappt alles. Langsam bin ich auch abgefahren, obwohl ich gar nichts mache. Ja, also, geil. Let's go. Let's go. You're built different, yeah? Yeah. All right. Ready, yeah? Yep. Yeah. 3, 2, 1. Woo! Oh my God. Yeah!
geiler Deckhengst. Yes! Man like Ali. Bro, that's so sick. Let's go! I was covering it when I came on. You're all green! Let's go! How did it feel? Felt fine, to be honest. Yeah. But I could do it again. Fuck yeah. Sick. Ich glaube, ich mache ihn Single Car Survey runter. Alter. Aus dem Sturz. Rückwärts, Alter. So. Digga, es ist insane. Das höchste, was ich davon gemacht habe, waren 16. Das sind 22 circa. Kannst du keinem erzählen, ey. Also ehrlich, das ist völlig unmöglich in meinen Augen. Wie zum Teufel soll man da einen Single Backflip machen? Also ich würde von der Höhe aus Versehen schon trippeln. Da ist halt wirklich der Vorteil, dass man nicht weit nach hinten springt. Und ganz an der Wand ist es am tiefsten. Also das wäre schon gut. Ja, in dem Bereich ist gut. Hinterm Grün ist schon, na, lieber nicht. Ja, bisschen nach hinten drücken und dann... Gar nicht in den Flip. Ready? Let's go! Let's go! Komm, Digga, packst du, Alter, komm! Komm! Ja? Ja! Ja. Ja. Komm, Junge! Ja. Komm! 3, 2, 1, send it! Yeah! Yes! Perfect! Yes! Woohoo! Yes! Fuck it! That was fucking good. In Slow-Mo, das war absolut krank. Alter, ehrlich, ne? Wirklich, als wäre er in Slow-Mo geflogen und die Hose da in der Luft am Flattern. Geisteskrank. Ja, Jan hat einen kleinen Schlag auf den Arsch abbekommen, aber ich glaube, ist alles okay. Müssen wir gleich nochmal checken. Ja, aber es war wirklich perfekt. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, weil es ist so hoch. Da ein Single Bag zu machen oder ein Single Castaway ist völlig insane. Also da musst du schon komplett gestört für sein. Und alter Lachs, dann hat er sich da reingejagt. Perfekt rotiert. Auf den Arsch ein bisschen zwar, aber ist auch gut wegen der Wassertiefe. Ja, Mann. Geil. Richtig geile Nummer. Alter, ein Einlauf ist wirklich der ekelhafteste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Du kannst das nicht halten, ehrlich. Warum auch immer habe ich irgendwie plötzlich gerade Angst vor 22 Metern, obwohl ich schon höheres gesprungen bin. Aber ich finde, es sieht auch verdammt hoch aus, wegen dieser geraden Wand einfach. Ich hätte auf jeden Fall Bock irgendwie. Was war dein höchster Sprung bisher, was hast du gesagt? 15, 16 Meter, sowas, also echt noch sehr weit entfernt von diesem hier. Krankenwagen kommt hier schon hin, also hier ist halt direkt eine Straße. Perfekte Gegebenheiten. Fredo meinte gerade, scheiß drauf, ich mach. Ja. Von Edge habe ich, glaube ich, gerade dasselbe erfahren, oder? Genau, scheiß drauf, wir machen. Ja? Klar. Alter, geil, Männers. Komm. Oh. Safe. Wenn du da oben stehst, hat es einen Schritt nach vorne, dann kannst du eh nichts mehr ändern, deswegen. Ja, Ette, ich glaube, dann müsstest du den Anfang machen, oder? Du bist halt schon mal 25 gesprungen. Ja. Also du kannst auch gerne vor mir springen, ist gar kein Ding, ne? Also, ja? Also ich halte dich jetzt nicht auf, wenn du vor mir springen willst. Ich gehe als Erster, haben wir gerade entschieden. Da kann auch nichts passieren. Da kann überhaupt nichts passieren, kann da. Alles safe. Schaffst du. Ja, come on. Schaffst komm, Junge. 3, 2, 1, send it. Oh mein Gott! Woohoo! Alter Lack! Alles anspannen, was du kannst, und dann ist easy. Nee, ich bin nicht runter, also ich bin ja auf dem Boden, ich bin sogar minimal runter und hab einmal mit den Füßen gezeigt. Okay! Alter! Komm, Digga! Fuck! 3, 2, 1, rein in die Masse! Yeah! Yeah. Alles gut? Ja! Alter! Boah!
Geil! Zwei perfekte Sprünge. Boah, ich bin happy für die beiden. Also vor allem für Fredo, hat er noch nie gemacht vorher. 22 Meter ist nicht ohne. Hat er weggesteckt. Wie ein König. Wie ein junger Gott. Alter, was für geile zwei erste Tage. Hat richtig Bock gemacht. Erstmal auf dem Dach gepennt, dann kleine Rangelei mit der Security gehabt. Ja, ich bin absolut happy mit meinem Sprung da gerade. Geil, Landung war völlig in Ordnung. Einfach eine geile Aktion, geile Landschaft hier. Die Wanderung ist einfach absolut wild. Und natürlich eine geile Vorbereitung für das, was nämlich als nächstes noch ansteht. Aber kann ja noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Genau, für uns geht es jetzt als nächstes ganz in Süden, in die Wüste hier von der Insel. Und ersten zwei Tage, die Gruppe ist geisteskrank. Fettes Shoutout an Team Fett und Roofless TV. Ja, absolut abchecken unten in der Beschreibung. Und auch fettes Shoutout an Gran Canaria. Die Insel ist ein absolutes Paradies. Vor allem, wenn in Deutschland tiefster Winter herrscht. Mit diesen Worten wollen wir nicht noch länger schnacken, sondern euch ganz tief und fest ins Outro schicken. Reinschicken. Wir haben heute an einem ziemlich geilen Ort gepennt, und zwar in der Wüste. Wir haben uns jetzt in so ein richtig fancy Hotel geschlichen. Hey, stopp! Hey! Stopp! Ja, ja. Das ist Tattoo. Mein rechtes Ei, Alter. Ich will die Kamera zuhalten, Alter. Die hat uns eh schon gefilmt. Jawohl. Komm.